So, jetzt sind wir aber endlich wollen bei den letzten anzünden. So, gucken wir mal, hier ist nichts, gut. Ich will nämlich gleich, wenn schon denn schon, alles richtig machen hier. Ja, das wär's doch jetzt. Das holst du hier alles in einem schnellen Durchgang. Oh Gott. Ja, der auf Zelda-Marathon, aber in der Timeline-Reihenfolge. Oh Gott. Also in keiner spezifischen? Doch, mit Sky... What Sword? Sword Anfang. Oh Gott, und dann? Wie geht's dann weiter? Danach... Weiß ich auch nicht mehr. Boah. Okay, das Ding muss ich auch noch kriegen, ne? Ich hab die ja beide noch nicht, deswegen. War das da unten? Ja, da unten ist einer. Der Switch meine ich. An der, Finish Cap. Ja. Aber da unten ist auch noch mehr zu. Vor Swords, dann Ocarina of Time. Ich komm schon gar nicht mehr mit. Okay, hier, Das war Absicht. Und ich hoffe, es klappt. Und es klappt! Bam! So, wir haben mal wieder einen Stern. Wer hätte das gedacht? Wow, und das in einem Fünftel der Zeit. Ja. Ah. Ich gehe mal wieder hoch. Aber wo war da unten nicht auch noch eine? Die Antwort ist das Internet. Ja. Okay, hier unten ist keine rote Münze, habe ich gesehen. Obwohl mir erst so war als. Wann wurde das Internet erfunden? Die Antwort ist die Timeline. Ja, mach doch. Ah, da ist ja doch eine rote Münze. Ich wusste, ich habe eine gesehen. Gut, dass ich die jetzt noch gefunden habe. Ja, ich meinte ja irgendwo eine oder was. Gut, Nummer 3. Ja, die Timeline teilt sich dann auf: The Hero is defeated und The Hero is successful. Ah. Und das teilt sich dann wieder auf in Sacred Rim Protected und Gandalf's Yield. Ah. Interessant. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Das ist der totale Schwachsinn, Mann. Ja. Das muss ich jetzt aber auch mal dazu sagen. Wow! Okay, gab's hier irgendwo eine rote Münze oder bin ich hier über völlig falsch? Klappt das? Ja. Oh, Mario macht schon wieder Sport. Sport. Ja. Aber klappt nicht. Oh, komm. Ich muss da also genau drauf. Na, supi. Das ist ja Mario. Mach den Mario. Er macht den ja gerade. Das war seine eigene nach ihm benannte Tonübung, die er gerade gemacht hat. Ja. Oh, Mann. Okay, ich versuch's anders. Wenn wir hier eh nicht lang müssen. Hast du gerade keinen Schaden genommen? Du warst doch unter Unverwundbarkeitszahl, ne? Nein, ich war. Au, au, au. Schaden genommen. Jetzt ist aber gut, geh. Lass mich. War da vielleicht eine rote Münze noch? Nee, wir machen das Bild jetzt nicht extra. Okay, auf. Da war gar keine. Da war gar nichts. So, und hab. 1280 mal 1748. Was? Da hat die Zelda-Timeline gepostet. Aha. In einer Auflösung. Aber ich sehe da irgendwie nur einen Namen von einer Datei und nicht einen. Ja, deswegen meinte ich ja, wir machen das jetzt nicht extra auf. Nee, ich meine, ich sehe nur den Dateinamen und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man draufklicken kann. Nein, man kann nicht draufklicken. Okay. Ist kein Link. Haha, es ist kein Link in der Zelda-Timeline. Kein Link in der Zelda-Timeline. Tja, schade. Zelda. So, das zweimal, Zelda. Und, höp, höp. Ich will Zelda auch besser als Zelda. Das Zelda. Kann ja kein Schreibfehler sein, er hat jetzt so miteinander gemacht. The Legend of Zelda. Ja, da muss man die ganze Zeit zählen. Bei Edna spricht aus, muss man die ganze Zeit aussprechen und da muss man die ganze Zeit zählen. Ja. Aua! Blödes Vieh! Weg damit!
Okay. Das ist Olaf. Wer ist das? Das ist der Jonas Franks. Wo ist einer Franks? Das ist Jonas Franks. Mein kleines Hündchen scheint Pitcreme zu Buggy gibt. Das ist einfach so ein Mann. Ja. Kleine Schwachsinn-Mann. Männer. Und das noch am Dienstag um 20.15 Uhr. Ja. Das hat irgendwie was von den Temps aus Tem Village. Das ist Tem. Das ist Bob. Das ist wie mit Olaf und Günther. Hoi, I'm Tammy. Ja, also ein bisschen was von Undertale habe ich auch schon mitbekommen, dass es existiert und wie es ungefähr funktioniert. Wie steht's mit dem John Cena Sound? Oh Gott. Keine Ahnung, ich habe echt irgendwie... And his name is John Cena! Oh nö! Jetzt ist aber gut hier. Jetzt bin ich wieder ganz unten. Ganz unten angekommen. Ganz unten. Die gesamte LP-Karriere am Ende. Oh, wie am Ende. Ich hab den Anfang nicht mal richtig mitbekommen. Da war nie wirklich was. Man muss in Seele links zählen. Da war nicht mal einer, ich hab den gar nicht hinbekommen. Man muss links zählen, echt jetzt? Rechts zählen? Ja, rechts zählen ist wohl verboten. Tod durch Bob Omb von wegen, ich lebe noch. Leben durch Bob Omb, das ist mal was Neues. Ja, wenn der Mario und his name is Laborchef Dr. Klink. In der Tat! Wenn du mit dem Bob Omb die 100 zu Münzen bekommst, kriegst du ein Leben damit. Jonathan Frakes, du. Irgendwann müssten wir mal so einen Algorithmus programmieren, der einfach diese ganzen Insta miteinander kombiniert und dann kommen immer neue Sätze raus. Ah, ich seh nix! Ah! Hier noch tot durch Bob Omb? Nee, gar nicht. Und eine rote Münze, jetzt fehlen nur noch zwei. Die kriege ich auch. Egal. Tut nicht weh. Hey. Tut nicht weh, ist nur so ein paar Volt Stromstoß. Naja, pff. Macht mich gerade mal zu einem Achtel tot. Geht doch noch. Okay, da ist eine rote Münze, die kriegen wir definitiv noch. Die habe ich ja sogar... Oh, nö! Das ist ein Witz, oder? Das ist jetzt echt ein Witz. Das ist ja totaler Schwachsinn, Mann. Aber auf jeden Fall, guck dir das an. Ich lebe aber noch. Noch. Das gibt's doch aber nicht. Ich muss schon wieder bis ganz hoch. Ja, mit Betonung auf noch. Er hat's verschrien. Gibt es in der Zelda-Timeline die Silly-Ära? Zeigt, wie dumm diese Timeline ist. So, da schaut man auf YouTube vorbei und schon streamt er von her. Ja, das tut er und er schafft's gerade nicht mal bis nach oben zu kommen. Das hab ich sogar mit Kinect geschafft. Also, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch der totale Schwachsinn, Mann. Boing. Egal. So. Wäre es mit Edna zählt aus, oder Edna ringt aus, oder Edna springt auf, oder John Cena. Oh yeah. So rum geht's am besten irgendwie. Oh yeah, wir haben jetzt auch schon Macho Man wieder. Nee, wir haben jetzt diese Android-Konsole, die voll gefailed ist. Oh ja! Also, diesmal aber. Ach egal, ich mach das erstmal so und dann... So. Oh, ist das schön. Ja, es funktioniert!
Juhu! Und jetzt nur noch eine einzige beknackte rote Münze. Doch, ja, ich weiß, wo sie ist. Direkt hin. Ja, ich weiß auch, wo sie ist. Sind wir schon da? Ich muss mal. Ich muss wirklich mal. Ja, deswegen sag ich. Ist es doch mein Papa Schlumpf? Nein, nicht mehr weit. Das ist doch sehr weit, Papa Schlumpf. Nein, nicht mehr weit. Das ist doch sehr weit, Papa Schlumpf. Ja, sehr weit. Also wenn das Spiel jetzt noch lange Credits hat, dann hast du ein Problem. Aber wo war denn hier? Die war, glaube ich, direkt da unter der Treppe. Ist so ein bisschen, dass man stehen kann. Musst du mal schauen, dass jetzt von der Muss Kamera ich auf die Treppe erst? Ja, irgendwo hier, wenn du die Kamera richtig drehst, müsste man das. Ja, ist das da, ja, da ist wirklich was zum Stehen. Also ist für den Axido Super Mario 64, der ist schon schwer. Vielleicht wäre dann Dark Souls leicht. Ja, eigentlich. Wenn man jetzt im Gegenteil denkt, oder ist das ein Paradox? Und während wir darüber so gerade quatschen, wir sind kurz davor, alle Sterne zu erreichen. Ja, das Spiel ist ja gar nicht so schwer, wenn man sich nicht damit rumplagen würde. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, wir haben es gleich. Axido will stylen, Axidos Beauty Palace. Die andere Person vorstellen. Oh, benimm dich, Baby. Oh, benimm dich, Baby. So, und jetzt kommt jetzt nur noch der letzte Bowser und dann. Wir haben genau 20 Leben, also das kann nur was werden. Mhm. So, wer will Wetten abschließen, wie viele Versuche wir brauchen? Oh, fuck. Oh, gerade so daneben. Ah! Ganz schlecht! Das ist gemein! Ich wurde angezündet von den Scheißdingern. Das gibt's doch nicht. Mario ist Feuer und Flamme bei dem Kampf. Oh, und jetzt sehe ich auch nur die Hälfte. It's the final Bowshoot. It's the final Bowshoot. Außerdem gibt es draußen jedes Mal einen One-Up. Ja, das stimmt. Ja, das ist richtig. Oh, jetzt. Ich gehe langsam an die Sache ran. Und? Ja, aber nicht so langsam. Der ist locker reinschmeißen. Du gehst es im Schildkröten-Tempo an. Bowser ist ja auch fast einer, oder? Ja. Oh Mann! Ich hab Feuerspein. Zählt das nicht als Drache? Ein Feuerspein, eine Schildkröte. Eine Drachenschildkröte. Das ist bestimmt so eine neue Art. Oh oh. Sieht nicht gut aus für mich gerade. Aha! Das sah gut aus. Wir brauchen Doping für die Arme, damit du ihn weit werfen kannst. Ja. Doping für die Arme? Geht nicht. Doping für die Haare. Bye bye! Oh. Ah, nein! Daneben! Er trampelt erstmal schön auf die Runde. Er hätte doch seinen Fuß so abwischen müssen am Boden. Das macht er ja nicht. Da. Dafür hat er keine Fußabwisch-Animation. Eine Drachenspeine-Schildflöte. Und er ist doch noch weg. Wer ist weg? Du vielleicht. Mhm. Kannst du nicht einfach so einen Stern nehmen und dir in die Augen pieken oder so? Oh! Daneben! Mist. Aber volle Kanne daneben. Und er ist noch nicht weg. Nein. Wow! Was? Ja, wie du machst dann. Ach so, der macht das ja auch immer, ja. Oh nein. Nicht gut. Also darf ich ihn nicht runterschmeißen. Hey! Na. Den kriege ich da rein. Irgendwann. Ah, das ist gemein. Mann. So. Und jetzt aber wenigstens der... Jetzt kannst du ihn ja reindrücken schon. Ja. Oh ja! Boom! Aus nächster Nähe! Sah schön aus! Oh oh. Jetzt will ich aber eigentlich, dass er mal wieder Feuer spuckt! Man sieht ja die Sternform auch schon auf dem Übersichtsplan. So. Oh ja, gib her!
Waha! So, spuck noch ein bisschen, ich will voll sein! Waha! Blau und schlau. Immer diese Alkoholiker hier. Ja. Oh, weia, jetzt kommt wieder der Feuerregen. Aber es könnte helfen. Oh Mann. Ich brauch doch nur diese Münze! Ah. Ich baue eine Schallwelle ein. Das ist nicht sehr effektiv. Ultraschall. Ultraschall. Dann kriegst du immer 20 Schaden, aber das geht mathematisch nicht auf mit dem Ring da. Was? Komm schon. Das war irgendwie falsch. Ja. Findest du Mario? Let's play. Dieser Satz war falsch. Was? Boom. So, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt wird's schwieriger. Shit. Oh oh. Egal, ich schmeiß den erstmal weg. Ich habe nämlich Angst vor diesen Dingern. Oh, Münzen. Ah! Nix. Das mit dem Spucken. Was? Und jetzt Zufall. Und Alter, nein! Wow. Richtige Richtung und dann sowas. Applaus, Applaus. Ah, Klaus. Ja. Komm. Lass mich deinen Schwanz greifen. Also wirklich, ey. Ja, aber Bowser dreht sich die ganze Zeit um. Du kannst gar nicht stehen. Ach komm. Komm schon. Ich will nur deinen Schwanz. So, jetzt. Bitte. Daneben. Nein. Daneben. Und. Yeah. Alter. Als kleiner Junge habe ich dafür ewig gebraucht. Und jetzt immer noch.